Ich werde über einige Aspekte des Verhältnisses zwischen Mensch und Natur bei Marx eingehen. Und zunächst gehe ich auf die Rolle der Marx-Engels Gesamtausgabe ein für eine Diskussion über dieses Thema. Danach gehe ich auf Marx über und werde einiges eben zu diesem Verhältnis Mensch-Natur in seinen Werken, aber auch in seinen Studien und in seiner Reflexion, also über die Werke hinaus. Und insbesondere werde ich auf den Begriff des Stoffwechsels bei Marx, er spricht dann von einem Riss im Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur im Kapitalismus. Was er damit meint, das wird auch Thema des Vortrages sein. Und eben auch im Hinblick auf die Rolle der Mega für die Diskussion gehe ich dann auch ein bisschen detaillierter auf den Forschungsprozess von Marx ab den 1860er Jahren ein. So, Marx konnte natürlich nicht die Ausmaße der Klimakrise im 19. Jahrhundert vorhersehen und dennoch hat er sich mit Fragen der Ökologie schon damals beschäftigt. Und nach meiner Ansicht ist ein Einblick in seine Arbeitsweise interessant, weil er den systematischen Versuch unternimmt, damals aktuelle Debatten und Forschungsergebnisse der Naturwissenschaften in die Bildung einer kritischen Theorie der Gesellschaft einfließen zu lassen, gemäß einem Verständnis einer materialistischen Wissenschaft, die die politische Intervention begleitet. Und wie ich denke, kann man das in aktualisierter Form auch für eine gegenwärtige emanzipatorische ökologische Bewegung inspirierend sein. Und jetzt zu der ersten Frage. Was hat die Mega, die Marx-Engels Gesamtausgabe zur Ökologie zu sagen? Der traditionelle Marxismus und die Arbeiterbewegung hatten für ökologische Fragen bekanntermaßen nicht viel übrig und die Marxistinnen, die sich damit beschäftigt haben, stellten bis vor circa 40 Jahren die Ausnahme dar. Seit einigen Jahrzehnten ist aber eine ökologische Diskussion entstanden, hauptsächlich in angelsächsischem Raum, aber zum Beispiel in Deutschland haben auch Elmar Altvater und Birgit Mahnkopf, um zwei Namen zu nennen, zu dieser Diskussion beigetragen. Darauf gehe ich jetzt nicht ein. In diesem Aufsatz in der Maulwurfsarbeit sind ein paar Hinweise darauf. Also vor ein paar Jahren ist in Deutschland ein Buch erschienen von einem Autor, Kohei Saito, der aus Japan kommt und hier seine Dissertation geschrieben hat, Natur gegen Kapital, Marx Ökologie in seiner unvollendeten Kritik des Kapitalismus. Und Kohei Saito zeigt, wie Marx dem Problem des Verhältnisses zwischen Mensch und Natur in seiner Reflexion schon seit Beginn der 1840er Jahren und bis ans Ende seines Lebens eine systematische Stellung einräumt. Und bei der Rekonstruktion der Marx'schen Theorieentwicklung zu diesem Themenkomplex spielt der erstmalig in der Mega erschienene handschriftliche Nachlass eine zentrale Rolle. Auch hinsichtlich der Marx'schen ökologischen Theoriebildung ergibt sich heute dank der neuen Quellenlage ein vollständigeres Bild. Und jetzt Klammer auf. Es ist sicherlich euch bekannt, dass die Geschichte der Marx'schen Edition sehr abenteuerlich gewesen ist. Viele Schriften erschienen bekanntermaßen nicht zu Marx' Zeiten, waren gar von ihm nicht für die Veröffentlichung bestimmt, wurden später jedoch entdeckt und als fertige Werke veröffentlicht und rezipiert.
Die Verfügbarkeit bzw. Nichtverfügbarkeit mancher Texte ist ein wichtiges Element zum Verständnis des Aufflammens und des Verlaufs einiger zahlreicher Debatten. Und was die ökologische Frage bei Marx angeht, geht Saito systematisch auf die Werke ein, wo der neue Stand der Erscheinungen eben dieser ganzen Manuskripten von Marx relevant ist. Er geht eben die verschiedenen Werke ein. Einer davon sind die ökonomisch-philosophische Manuskripte von 1844, wo Marx seine Entfremdungstheorie entwirft. Und Koi Saito sagt, wie auch die Entfremdungstheorie, also die Manuskripte sind auch erst später erschienen, 1932, auch nicht komplett. Jetzt ist eben sozusagen das komplette Manuskript in der Mega erschienen. Und auch was diese ökologische Frage angeht, ergibt sich jetzt ein anderes Bild. Und diese Entfremdungstheorie lässt sich auch anders verstehen als eben vor der Erscheinung der kompletten Manuskripte zum Beispiel. Und die hat auch einen direkteren Bezug tatsächlich. Sie beinhaltet tatsächlich einige Aspekte, die einen direkteren Bezug zu einer ökologischen Fragestellung haben. Aber jetzt darauf will ich nicht eingehen. Also im Buch von Saito ist alles schön ausgeführt. Er geht dann auf weitere Werke. Er geht zum Beispiel auf die Grundrisse ein, in denen Marx 58 schreibt, dass nicht die Einheit von objektiven Arbeitsbedingungen und dem aktiven Prinzip der Arbeit erklärungsbedürftig sei, sondern wie es im Kapitalismus zu einer Trennung dieser zwei Momente durch die Durchsetzung von Kapital und Lohnarbeit gekommen sei. Also diese Entfremdungstheorie auch schon in den Manuskripten besagte jetzt nach dieser neuen Lektüre, dass während im Feudalismus, ohne den zu romantisieren und zu verklären, die Leibeigenen, die arbeitenden Menschen nicht getrennt von den objektiven Bedingungen ihrer Arbeit, zum Beispiel mit dem Land, mit den Produktionsmitteln waren und auch frei waren, ihr Arbeitsprozess zu gestalten, kommt es jetzt mit dem Kapitalismus zu einer Trennung. Und Saito sagt, eigentlich ist das ein bisschen eher der Kern dieser Entfremdungstheorie, weg von philosophischen Interpretationen, die mehr zum Tragen gekommen sind nach der Veröffentlichung des Werkes. Also man müsste jetzt mehr auf diesen Aspekt des, wie verändert sich das Verhältnis zwischen Mensch und Natur mit der Entstehung der kapitalistischen Produktionsweise und wie entfremdet sich halt auch der Mensch sozusagen gegenüber von der natürlichen Bedingungen seiner Arbeit. Und so wird für Marx Aufgabe der Wissenschaft schon jetzt seit den 40er Jahren die Untersuchung der konkreten Bedingungen eben für eine Überwindung der Trennung zwischen Arbeit und objektiven Arbeitsbedingungen. Natur, verstanden als, Zitat, physische Beschaffenheit der Menschen selbst und als von den Menschen vorgefundene Naturbedingungen, die geologischen, orohydrographischen, klimatischen, geologischen und anderen Verhältnisse, ist die erste Voraussetzung aller menschlichen Geschichte. Bedingung jeder Gesellschaft ist, dass die Menschen ihr physisches Leben reproduzieren. Dafür verhalten sie sich zur Natur und verändern sie dabei. Sie treten im Verhältnis zur äußeren Natur und modifizieren sie durch Arbeit, um die zu ihrer Reproduktion nötigen Güter herzustellen. Die konkrete Art und Weise, wie sie dies tun, verändert sich im Laufe der Geschichte und ist Gegenstand der Geschichtswissenschaft. Die konkrete Praxis der Menschen in ihrem vielfältigen Verhältnis zur Außenwelt wird nun als zentral betrachtet, in dessen wissenschaftliche Analyse spezifische Kenntnisse über die materielle Welt herangezogen und die für jede historische Epoche spezifischen Charakteristika bestimmt werden müssen. Also das ist die Vorstellung von Geschichte.
vielleicht, also ganz verkürzt. Hinsichtlich des 1867 erschienenen ersten Bandes von Kapital, also gemeinhin als Marx Hauptwerk angesehen, ist festzustellen, dass ein Forschungsprozess mit dieser Veröffentlichung keineswegs zu Ende war. In der Folgezeit arbeitete Marx an weiteren Auflagen und verfasste Manuskripte zum zweiten Band. Es kam allerdings seit seines Lebens nicht mehr zur Veröffentlichung der anderen zwei Bände seines Hauptwerks, also Band 2 und Band 3, die dann von Engels nach Marx Tod herausgegeben wurden. Saito und andere rekonstruieren anhand einiger ab den 60er Jahren entstandenen Exzerpte und Notizen, in welche Richtung Marx Forschung zu dieser Zeit, auch nach der Veröffentlichung vom ersten Band von Kapital, weist. Wenn wir bedenken, dass fast die Hälfte der gesamten Exzerpte in den letzten 15 Jahren von Marx Leben entstanden und viele davon naturwissenschaftlichen Themen gewidmet waren, kann die zentrale Rolle, die er Fragen zur Natur in seiner politischen Ökonomie einräumte, nicht genug betont werden. Und dieses Material zeigt, wie man sich durch das Studium zahlreicher Autoren systematisches Wissen zu Naturfragen aneignete und ermöglicht, fundierte Vermutungen darüber anzustellen, welche naturwissenschaftlichen Fragen und Probleme in seiner politischen Ökonomie möglicherweise eingeflossen wären. Genau, also Marx hat schon in den 40er Jahren damit angefangen, sich mit naturwissenschaftlichen Fragen und Themen und Autoren auseinanderzusetzen und führt seine naturwissenschaftlichen Studien fort, wie wir eben aus den Exzerptheften, auch aus den Exzerptheften aus den ersten Jahren seines Londoner Exils nachvollziehen können. Anfang der 50er Jahren in London, in den sogenannten Londoner Heften, beschäftigt ihn die Frage der Bodenfruchtbarkeit. Die dazu geführten ökonomischen Diskussionen der Zeit sind maßgeblich vom Bevölkerungsgesetz von Malthus und dem Gesetz des abnehmenden Bodenertrags von Ricardo geprägt. Das sind vielleicht einigen von euch bekannt, diese zwei Gesetze. Ganz kurz, also Malthus Gesetz besagt, die Bevölkerung wächst viel schneller als die Produktivität der Gesellschaft. Das heißt, eigentlich steht einer wachsenden Bevölkerung nicht genug zu essen da. Das heißt, und dieses Gesetz wurde natürlich auch in konservativen Kreisen dazu benutzt, um zu sagen, also Politiken, die, also diese, also Bevölkerungswachstum muss begrenzt werden, muss gedrosselt werden. Das heißt, man darf auch keine Maßnahmen durchsetzen, die das Leben der arbeitenden Massen zu sehr verbessert, um diesem Wachstum entgegenzuwirken. Und das Gesetz des abnehmenden Bodenertrages bei Ricardo und bei seinen Schülern besagt, dass eben bei zunehmenden Bevölkerungszahlen müssen auch Grundstücke, also Böden bebaut werden, die weniger fruchtbar sind, weniger ergiebig sind als die bisherig bebauten Böden. Und das bedeutet, dass für diese Böden ist eine erhöhte Kapitalinvestition nötig für verhältnismäßig kleinere Erträge. Also diese zwei Gesetze werden auch zusammen in Bezug gesetzt und zusammen diskutiert. Und Marx kritisiert beide, weil er, nach ihm sind sie als ewig, historisch und unveränderlich postuliert worden. Und Marx sagt, dass sie viel mehr historische Modifizierungen erfahren können. Und um dies nachzuweisen, vertieft er sich in eine Reihe von ökonomischen Werken, aber nicht nur. Aus den Exzerpten geht jetzt hervor, können wir jetzt lesen, dass er sich
mit den Ergebnissen der empirischen Forschung in verschiedenen Disziplinen auch auseinandersetzt. Zum Beispiel Geologie, Mineralogie, Biologie, Chemie und Agronomie, um eine wissenschaftlich gestützte Theorie der Grundrente zu formulieren, die auf diese Position auch fundiert, sozusagen, die diesen Positionen entgegengesetzt werden kann oder diese Position dann sozusagen kritisieren kann. Marx hält Möglichkeiten, zu dieser Zeit Möglichkeiten der Produktivitätssteigerung in der Landwirtschaft für möglich, also nicht nur zu dieser Zeit, er hält die für möglich und stützt sich dabei auf die Theorien verschiedener Naturwissenschaftler. Und hier in diesem Zusammenhang spielt Justus von Liebig eine besondere Rolle, der als der wichtigste deutsche Chemiker im 19. Jahrhundert gilt und auf dem Gebiet der Landwirtschaft forscht. Marx liest sein Werk, die Chemie in ihrer Anwendung auf Agrikultur und Physiologie, in dem Liebig auf die zentrale Rolle von anorganischen Nährstoffen im Boden für das Pflanzenwachstum verweist und die Anwendung der modernen Mineraldüngung für die Steigerung des Bodenertrages befürwortet. In Liebigs Werk findet Marx eine empirische Untersuchung der Bodenfruchtbarkeit, die der Ricardo-Schule fehlt. Und Liebigs Forschung zur Rolle der industriell produzierten chemischen Düngung begründet auch bei Marx die Hoffnung weiterer Produktivkraftsteigerung für die moderne Landwirtschaft, für die Landwirtschaft der Zeit. Und jetzt, und ich komme auf den Begriff des Stoffwechsels, also jetzt durch diese Auseinandersetzung mit der Diskussion über die Bodenfruchtbarkeit bekommt Marx' Reflexion wichtige Impulse. Und eben darin besonders interessant ist die Übernahme der Kategorie des Stoffwechsels. Liebig hat den Begriff verwendet, damit ist der kontinuierliche Prozess des Austauschs von alten und neuen Verbindungen durch Aufnahme, Umwandlung und Ausscheidung gemeint, die lebendige Organismen kennzeichnet. Und dieser Begriff ist schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Umlauf. Also andere Wissenschaftler haben den auch benutzt. Und jetzt durch die breite Rezeption von Liebigs chemischen Studien wird er auch in den Bereich der Gesellschaftswissenschaften übertragen. Marx hat den auch schon in den 50er Jahren benutzt. Interessant ist aber, dass er explizit andere materialistische Autoren kritisiert, die den Begriff so reduktionistisch benutzen und die damit soziale Dynamiken auch auf physiologische Prozesse reduzieren wollen. Das ist jetzt nicht die Art und Weise, in der Marx das tut. Also eben diese mechanischen Materialismus ist etwas, was er kritisiert. Und im Kapital begegnen wir den Begriff an mehreren Stellen, zum Beispiel im fünften Kapitel zum Arbeitsprozess, wo Marx schreibt, Zitat, die Arbeit ist zunächst ein Prozess zwischen Mensch und Natur, ein Prozess, worin der Mensch einen Stoffwechsel mit der Natur durch seine eigene Tat vermittelt, regelt und kontrolliert. Er tritt dem Naturstoff selbst als eine Naturmacht gegenüber. Die seiner Leiblichkeit angehörigen Naturkräfte, Arme und Beine, Kopf und Hand, setzt er in Bewegung, um sich den Naturstoff in einer für sein eigenes Leben brauchbaren Form anzueignen. Indem er durch diese Bewegung auf die Natur außer ihm wirkt und sie verändert, verändert er zugleich seine eigene Natur. Zitat Ende. Der Arbeitsprozess ist ein Prozess zwischen Mensch und Natur und auf zwei Aspekte weist Marx hin. Durch die Arbeit wird die Natur so verändert, dass daraus nötige Gebrauchswerte für die Reproduktion der Menschen entstehen, sei es in Form von für die Reproduktion nötigen Produkten, sei es in Form von Arbeitsmitteln, die zur Herstellung von anderen Gebrauchswerten nötig sind. Und Marx geht auch auf diesen Punkt, dass durch die Arbeit auch die innere Natur des Menschen gleichzeitig verändert wird, also die menschliche Natur verändert wird.
Aber jetzt nochmal. Die äußerliche Natur stellt ihm das Material und das Umfeld zur Verfügung, das durch Arbeit nur verändert werden kann. Also in diesem Sinne ist das Verhältnis zwischen Mensch und Natur durch Arbeit vermittelt. Und dieses Verhältnis ist einerseits transhistorisch, weil für die menschliche Reproduktion in jeder Gesellschaft grundlegend ist, und andererseits historisch spezifisch, weil die Art und Weise, wie die Produktion organisiert ist, in den verschiedenen Epochen verschiedene Formen angenommen hat. Die der kapitalistischen Produktionsweise spezifischen Formen sind Gegenstand von materialistischer Wissenschaft. Aber nicht ausschließlich das. Um ein Verständnis des Verhältnisses zwischen Mensch und Natur im Kapitalismus zu gewinnen, ist neben der Untersuchung der sozialen Formen auch die der materiellen Seite dieses Verhältnisses nötig. Naturwissenschaftliche Forschung über beispielsweise Agronomie, chemische und physische Eigenschaften, sowohl der Rohstoffe als auch der Produkte und der in der Produktion verwendeten Hilfsstoffe, klimatische und geologische Bedingungen des Arbeitsprozesses, ökonomische Geografie und Geschichte, um nur einige der Bereiche zu nennen, deren Debatten Marx folgt, ist für eine materialistische Wissenschaft ebenso unerlässlich. Es geht hier um die Berücksichtigung der, eben wie bereits zitierten, von den Menschen vorgefundenen Naturbedingungen, der geologischen, hydrographischen, klimatischen und anderen Verhältnisse, die Voraussetzung jeder Produktion sind und von ihr historisch modifiziert werden. Also auch der Produktionsprozess kann nun als ein Prozess des Stoffwechsels zwischen Mensch und Natur verstanden werden. Um sich zu reproduzieren, gewinnen die Menschen aus ihrem Umfeld Rohmaterialien, verarbeiten sie und geben die Abfälle aus dem Produktionsprozess der Natur zurück. Der Stoffwechselprozess ist aber im Kapitalismus aufgrund der spezifischen ökonomischen Formen, die ihn kennzeichnen, gestört. Die Arbeit im Kapitalismus ist private Arbeit, die mit dem Ziel der Produktion eines Warenwerts verausgabt wird, der auf dem Markt gekauft wird. Der Vorrang der Wertform gegenüber der konkreten Form der Arbeitsprodukte wirkt sich auf vielfacher Weise auch auf die materiellen Seiten der Produktion aus. Und ich gehe hier auf ein paar Punkte ein. Also erstmal, eine riesige Masse an Produkten wird hergestellt, weil viele Kapitalien unabhängig voneinander, das heißt unter anderem in Unkenntnis dessen, was die Konkurrenten machen, produzieren. Ziel des individuellen Kapitalisten ist, so viel wie möglich aus der eigenen Produktion zu Ungunsten der Konkurrenz zu verkaufen. Wenn für einige Kapitalistinnen das Geschäft gut läuft, sind andere auf ihren Warenmassen sitzen geblieben. Jetzt ganz genau allgemein. Aus der Produktion geht eine Warenmasse hervor, die größer als die zahlungskräftige Nachfrage der Gesellschaft ist. Waren bleiben ungenutzt, die Arbeit zu ihrer Herstellung wurde vergeblich verrichtet und die für die Produktion der überschüssigen Warenmasse verwendeten Naturressourcen, wie zum Beispiel Roh- und Brennstoffe, verschwendet. Ein weiterer Punkt ist, dass die Produktion von Gebrauchswerten im Kapitalismus bloßes Mittel zum Zweck ist. Ziel der Produktion ist, dass die Güter auf den Markt gegen Geld getauscht werden, sodass Geldvermehrung stattfindet, welcher als solcher keine Grenzen inhärent sind. Um bei der Figur des Stoffwechsels zu bleiben, werden durch eine Produktionsweise, die sich nicht nach den Bedürfnissen richtet, sondern nach dem Wert, aus der Natur riesige Mengen an Ressourcen entnommen, unbeachtet der Bewahrung der für künftige Produktionszyklen unentbehrlichen natürlichen Bedingungen. Der schrankenlose Drang zur Verwertung des Kapitals behandelt Marx an unterschiedlichen Stellen in seinem Hauptwerk.
Also er sagt, wir finden Stellen, wo er sagt, dass wenn die Arbeiterinnen so stark sind, dass sie Lohnerhöhungen und verbesserte Arbeitsbedingungen einfordern können, das für das Kapital eine Verminderung der Profite zu Folgen haben kann. Und ist dies der Fall, kann für das Kapital günstiger sein, in Maschinen zu investieren, die Arbeitskräfte überflüssig machen. Die Freisetzung von Arbeiterinnen schwächt ihre Machtposition und erhöht für das Kapital die Produktivität. In diesem Fall wird Produktivitätssteigerung vom Kapital als Waffe gegen die Arbeit eingesetzt. An anderen Stellen spricht er von Produktivkraftentwicklung auch irgendwie aus einer anderen Perspektive, könnte man das jetzt sagen. Und er sagt, die Tendenz zur Produktivkraftentwicklung kommt von dem Druck der Konkurrenz, deren Folgen oben kurz erwähnt wurden. Die unabhängig voneinander produzierenden Kapitalisten können sich auf dem Markt behaupten, wenn ihre Waren günstiger produziert werden als die der anderen. Dies ist der Fall, wenn die Produktivität steigt, das heißt, wenn in derselben Zeit mehr Waren produziert werden. Die Waren von individuell produktiveren Kapitalien können somit gar mit Gewinn billiger verkauft werden, bis sich die neue Technik gesamtgesellschaftlich durchgesetzt hat. Mit Produktivkraftentwicklung geht nach Marx eine Tendenz zum Fall der Profitrate, das heißt des Verhältnisses zwischen Profiten und Investition einher. Das Verhältnis zwischen Produktionsmittel und lebendiger Arbeit, also um die Arbeit der Arbeiterinnen, arbeitenden Menschen, verschiebt sich bei zunehmender Maschinisierung zugunsten der Ersten. Die Maschinen schaffen allerdings im Gegensatz zur lebendigen Arbeit keinen neuen Wert und somit keinen Mehrwert. Die Profite steigen folglich nicht im gleichen Verhältnis wie das investierte Kapital. Aber um diese Tendenz zu bremsen oder eine entgegenwirkende Tendenz zum Fall der Profitrate, wie Marx sie beschreibt im dritten Band des Kapital, ist, dass die Produktion in absoluter Größe zunimmt. Also die Profitrate sinkt zwar, also das Verhältnis zwischen Investition und Profite, aber die Skala der Produktion wächst, sodass man in absoluten Zahlen größere Profite hat, höhere Profite hat. Und das erfordert Expansion von Investitionen und Expansion der Produktion. Für die Verwertung wird es notwendig, dass mehr Waren in absoluten Zahlen produziert und verkauft werden. Das kann auf vielfacher Weise erreicht werden, beispielsweise durch Erschließung neuer Märkte in neuen Regionen, neuer Produktionsbereichen mit neuen Warenarten, durch Kommodifizierung von bisher nicht kapitalistisch funktionierenden Bereichen, wie im Fall von Dienstleistungen, Verbilligung von Transportkosten, neue Techniken der Verteilung. Also zusammenfassend kann man sagen, Wachstum hält das System am Laufen. Und hier die Bemerkung, dass diese Grenzenlosigkeit der Geldvermehrung keineswegs als moralische Kategorie zu verstehen ist. Es handelt sich nicht um gierige Produzenten, die irgendwie statt ihr Leben am Strand zu verbringen, nachdem sie genug verdient haben, das Leben zu genießen, von der Geldmacherei nicht lassen können. Also dieses Handeln der Person gehorcht einer Logik, die dem System entspringt und der sich man anpasst, weil man nach den Regeln spielen muss, wenn man spielen will. Und ich komme jetzt auf die letzten 20 Jahre, auf die Forschung bei Marx in den letzten 20 Jahren seines Lebens und wie er hier auch in dieser Zeit auf dieses Verhältnis zwischen Mensch und Natur schaut. Wir haben vom Kapital gesprochen. Anfang der 60er Jahre entstehen einige Manuskripte zu den Themen des dritten Bandes des Kapitals, unter anderem zur Grundrente. Und wir hatten schon Justus von Liebig erwähnt, den Marx in den 50er Jahren gelesen hat. Jetzt
Wenn er sich nochmal mit der Grundrente für den dritten Band des Kapitals, wenn Marx sich da einliest und schreibt, liest er erneut Liebigs Werk, aber diesmal in der siebten Auflage. Das wissen wir alles aus diesen Exzerptheften, die jetzt veröffentlicht sind in der Mega. Und hier hat sich jetzt ein bisschen was verändert. In der Einleitung der siebten Auflage schreibt Liebig, scheint Liebig ein bisschen seinen Optimismus bezüglich der Produktivitätssteigerung in der Landwirtschaft zu relativieren. Und das tut er, indem er ein Gesetz formuliert, ein Gesetz, das Gesetz des Ersatzes formuliert, das besagt, dass es notwendig ist, in einer rationalen Landwirtschaft dem Boden alle Nährstoffe zurückzuführen, die ihm durch Pflanzenwachstum und Ernte entzogen werden. Die moderne Landwirtschaft leistet das aber nicht, weshalb Liebig sie kritisch als Raubwirtschaft bezeichnet. Und in diesem Raubbau an die Erde sieht er die Ursache künftiger gesellschaftlicher Konflikte und eine Bedrohung für die Zivilisation. Also seine Hoffnung, dass durch künstliche Düngung alles gelöst werden kann und dass man genug Produkt für die gesamte Gesellschaft immer wieder herstellen kann. Also diese Sicht vertritt er nicht mehr in dieser Einleitung. Also der Stoffwechsel werde dadurch gestört, dass Ressourcen maßlos vom Produktionsprozess eingesaugt werden, die Rückgabe aber nicht erfolge. Marx exzerpiert in dieser Zeit Textstellen von verschiedenen Autoren über das aus dem Gleichgewicht geratene Verhältnis von Stadt- und Landbevölkerung infolge der industriellen Revolution. Auch also in Bezug zu dieser Auseinandersetzung mit dem Thema des Raubbau an die Erde. Er sagt, dass die verlassenen Landstrichen, dass die auf verlassenen Landstrichen betriebene Landwirtschaft eine wachsende Stadtpopulation ernährt. Aber während früher die Düngung durch die Präsenz von Menschen auf dem Land gewährleistet war, werden das Produkt und somit die Nährstoffe der Erde wegtransportiert und die Abfälle verschmutzen die Flüsse, statt als Nahrung für die Erde zu fungieren. Zitat: Mit dem stets wachsenden Übergewicht der städtischen Bevölkerung, die sie in großen Zentren zusammenhäuft, häuft die kapitalistische Produktion einerseits die geschichtliche Bewegungskraft der Gesellschaft, stört sie andererseits den Stoffwechsel zwischen Mensch und Erde, das heißt die Rückkehr der vom Mensch in der Form von Nahrung und Kleidungsindustrie vernutzten Bodenbestandteile zum Boden. Also die ewige Naturbedingung dauernder Bodenfruchtbarkeit. Sie zerstört damit zugleich die physische Gesundheit der Stadtarbeiter und das geistige Leben der Landarbeiter. Also jetzt hier von technischer Lösung durch chemische Düngung für solche Probleme ist weniger die Rede. Dem Thema Raubbau am Boden geht Marx jetzt bei weiteren Autoren nach. Bei der von ihm aufmerksam verfolgte Debatte um die Bodenerschöpfung zwischen Anhängern und Kritikern Liebigs ist jetzt der Agronom Karl Nikolaus Fraß zu erwähnen. Fraß unterrichtet in München und zu dieser Zeit hat er bereits eine originelle Kritik der Agrochemie Liebigs veröffentlicht und als Physiker hat er über die Rolle von physikalischen Phänomenen wie Witterung, Klima, Überschwemmungen geforscht, die eine wesentliche Rolle für das Vorhandensein von Nährstoffen im Boden und ihre Aufnahmemöglichkeit durch die Pflanzen spielen. Marx liest ihn und Fraß kritisiert, und er liest bei ihm, wie Fraß die Auffassung kritisiert, durch chemische Düngung könne ohne die Berücksichtigung solcher Phänomene die Bodenfruchtbarkeit aufrechterhalten werden. Vielmehr leiste sie lediglich, dass die im Boden vorhandenen Nährstoffe schneller von den Pflanzen aufgenommen werden, mit dem Ergebnis, dass die Böden schneller ausgelaugt sind. Er entwirft eine Theorie, eine sogenannte Alluvionstheorie, in der er ein Modell einer Nährstoffersatzwirtschaft durch Damm- und Kanalsysteme zur Regelung der Überschwemmungen
entwirft. Die Idee einer nachhaltigen Landwirtschaft durch Berücksichtigung und Einsatz von natürlichen, physikalischen Phänomenen begeistert Marx, die in Fraß eine unbewusste sozialistische Tendenz insofern sieht, dass diese Form der Landwirtschaft im auf Warenform und Lohnarbeit fußenden Kapitalismus nicht realisierbar ist. Also Fraß sagt das. Also Marx liest das bei Fraß. Genau, also in den bisherigen Ausführungen ist klar geworden, dass Umweltprobleme als soziale Probleme aufzufassen sind. Technologische Lösungen allein ohne eine radikale Infragestellung der zugrunde liegenden ökonomischen und sozialen Verhältnisse gehen am Kern des Problems und dessen Ursache vorbei und können es sogar verstärken. Dies bestätigt für Marx beispielhaft Fraß Kritik der Theorie der mineralischen Düngung von Liebig. Marx liest auch Fraß Hauptwerk Klima und Pflanzenwelt, in dem der Agronome eine Geschichte der klimatischen Veränderung rekonstruiert. Anhand von historischen Quellen seit der griechischen Antike stellt Fraß eine Tendenz zur Klimaerwärmung und Versteppung fest. Ursache dafür ist die für die Urbarmachung massiv betriebene Abholzung der Waldbestände der Erde. So kann auch die Geschichte des Aufblühens und Verfalls von Zivilisationen in den Gebieten des fruchtbaren Halbmonds in Ägypten und Griechenland erklärt werden. Und dieses Thema der Holzwirtschaft verfolgt Marx weiterhin in der Forschung. Und einige Ergebnisse der Forschung, also dieser Auseinandersetzung damit, fließen im zweiten Band des Kapital ein. Darin schreibt er zum Beispiel über die Notwendigkeit für das Kapital, Produktions- und Zirkulationszeit zu verkürzen, um Kosten zu sparen und so die Naturschranken der Arbeitskraft und die Naturschranken des Produkts und seiner Herstellung zu überwinden, soweit das möglich ist. Eine nachhaltige Holzproduktion bedarf aber langer Zeitspannen, was im Widerspruch zu einer Privatwirtschaft mit ihren profitorientierten Plänen gerät. Das Streben nach kurzfristiger Rendite schließt nämlich Investitionen, die sich erst nach Jahren oder gar Jahrzehnten auszahlen, aus. Das Hindernis zu nachhaltigen Wirtschaften ist die Abhängigkeit von Marktpreisen und ihren kurzfristigen Fluktuationen. Übrigens wird in den 60er und 70er Jahren auch intensiv über Nachhaltigkeit debattiert und fast alle Autoren, die sich an dieser Debatte beteiligen, halten nichts von privatwirtschaftlichen Lösungen. Marx wird sich bis in die 70er Jahre für Nachhaltigkeit und Forstwirtschaft interessieren, wie es aus seinen Notizen zu entnehmen ist. Und eben aufgrund des allgemeinen Charakters der kapitalistischen Produktionsweise nach kurzfristigen Renditen zu streben, sind marktwirtschaftliche Lösungen der ökologischen Probleme nicht erfolgsversprechend. Für den nachhaltigen Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur muss die Produktion so organisiert werden, dass die permanenten Lebensbedingungen der verschiedenen Menschengenerationen bewahrt werden. Zitat: Vom Standpunkt einer höheren ökonomischen Gesellschaftsformation wird das Privateigentum einzelner Individuen an dem Erdball ganz so abgeschmackt erscheinen wie das Privateigentum eines Menschen auf einen anderen Menschen. Selbst eine Gesellschaft, eine Nation, ja alle gleichzeitigen Gesellschaften zusammengenommen, sind nicht Eigentümer der Erde. Sie sind nur ihre Besitzer, ihre Usufructers. Und haben sie als Boni Patres Familias den nachfolgenden Generationen verbessert zu hinterlassen. Dass die Entwicklung der Produktivkräfte in Form von Maschinen und wissenschaftlich konzipierten, effizienteren Arbeitsabläufen und Organisation zu einer zunehmenden Nachfrage nach Roh- und Brennstoffen und somit zu einem Heißhunger nach natürlichen Ressourcen, neben dem Heißhunger nach Arbeit als Quelle von Wert, führen, hat Marx erkannt. Die Exzerpte zeugen von ausgedehnter Lektüre auch zu diesem Thema, beispielsweise der wachsenden Nachfrage nach Kohle und Rohstoffen durch Dampfmaschinen und Massenproduktion. Okay, und ich bin jetzt mit dem
mit meinem Vortrag durch. Ich würde noch als Schluss noch ein paar Sätze sagen. Ein Einblick in Marx Arbeitsmethode anhand seiner Notizen und Exzerpte zeigt, dass seine Reflexion aus einer breiten Sammlung von Daten aus verschiedenen empirischen Disziplinen schöpft, an denen die Theorie kontinuierlich gemessen wird. Marx entwickelt seine politische Ökonomie, indem er die Naturwissenschaften berücksichtigt. Aus dieser Wechselbeziehung nehmen auch politische Forderungen nach einer nachhaltigen Produktion konkretere Kontur an. Daran angelehnt lassen sich Grundlinien für eine materialistische Beschäftigung mit der Klimakrise und die Suche nach einem Umgang damit skizzieren. Dass Naturwissenschaftlerinnen dem Rest der Welt einen Ausweg aus seiner kritischen Lage weisen können, macht wenig Sinn. Und ja, also ein Problem ist auch die Ignoranz der Politik, auch der linken Politik, auch also für naturwissenschaftliche Forschung. Technizistische Lösungsversprechen wie Vorschläge politischer Steuerung scheitern daran, dass die ökologische Krise grundlegend auf den für die kapitalistische Produktionsweise spezifischen sozialen Verhältnissen fußt, die für ihre Lösung überwunden werden müssen. Die Klimakrise macht dies sichtbar und birgt so das Potenzial, können wir dann später auf dem Podium drüber reden, birgt sie das Potenzial für den Kampf um die Veränderung unserer Art zu produzieren, was auch dringend notwendig ist. Saito schreibt, dass sich die Natur nicht automatisch am System rächen und dem Regime des Kapitals ein Ende setzen wird. Vielmehr kann das Kapital von der schonungslosen Plünderung der Natur weiter profitieren, bis die Umwelt so zerstört ist, dass ein großer Teil der Erde für die Menschen unbewohnbar wird. Also, es ist jetzt an uns, an die Arbeit zu machen, dies zu verändern.